Guck mal, jetzt ein Wasserpark, hier ein paar lustige GoPro-Szenen davon. Sandra, das waren echt wilde Wasserpark-Szenen, oder? Hilf mir mal bitte. Du Pinguin, Alter, wie siehst du aus? Hilf mir mal bitte. Quasimodo sein Vater oder was? Nach 3 Tagen des wunderschönen Urlaubs haben wir jetzt auch hier den Ü16-Pool entdeckt. Hier gibt es eine Menge nice Leute und keine Kinder. Aber ich bin hier, ich muss putzen. Das ist der Grund, warum wir hier nicht gern gesehen werden, das weißt du, ne? Leute, wir gehen jetzt noch mal kurz aufs Zimmer. Dann gehen wir ins Gym, oder? Möchtest du die Brustwarzen trainieren, oder? Ja, die muss ich trainieren. Und den Kiefer für heute Abend, damit ich dir meinen Pip... So, weil dieser junge Mann so unglaublich arrogant ist, hat er sich jetzt einen Friseur anfliegen lassen. Fetter Bastard. Meine, du bist so reich und hübsch, ne? Wirklich, du bist der hübscheste und arroganteste, den ich kenne. Das ist ein Bastard, da schneidest du nicht rein. Da schneide ich sowas von rein, also ich schneide das Video eh nicht. Das ist ein ganz krasser Friseur, der heißt Barberstown. Snapchat irgendwas 2 Millionen, Instagram 300.000, ganz wild. Ich werde auf jeden Fall Fade machen lassen. Dennis, wenn du das siehst, Levi, wenn ihr das seht, es tut mir leid. Und natürlich halt Bart, auch diesen mickrigen Müllbart, den ich hier habe, zumindest ein bisschen zurechtzustutzen. Ich habe gerade wieder gesehen, wie er mit so Feuer die Haare macht. Über Angst, dass der meinen Kopf verbrennt. Sogar, dass sie Locken machen und alle sagen, die Haare sind zu kurz, das funktioniert nicht, weil wir so am Strand sind und so. Ich lasse mir entspannt meinen Fade nachschneiden und ich freue mich richtig, wenn der später so Locken hat und aussieht wie seine Oma im Altersheim. So eine kleine Oma, ne, Junge? Bro, wilde Locken, Alter. Coole Pudeldesign. Darf ich mal fühlen? Mashallah, wie ein Hund. Gut, gefällt mir. Meinst du, da geht noch was? Da geht sehr viel. Anton, was mit dir? Ich glaube nicht. Doch, lass mal Glatze bei dir machen. Ich schwöre, sieht gut aus. Machst du mir das? Ja, komm, die sollen mir einfach irgendwas geben. Hier, warte, komm. Ich wollte mir nur so kurz Haare schneiden lassen. Das habe ich hier komplett Paket verkauft bekommen. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Wem ich mal Finger zeigen soll, oder der kann sich gerne melden. Jetzt kriege ich noch Black Mask ins Gesicht. Das tut überweh, glaube ich. Das ist dieses, wo man abzieht. Das ist echt Schmerz. Schmerz richtig. Oh, Bruder, wieso sagen denn alle nein? Wieso mache ich das denn? Wahrscheinlich jede 2 Wochen hier einfliegen, um neue Sachen hier zu machen, ne? Mein Loch lasse ich auch noch bleachen. Das kann ja nicht so wehtun, wie du gerade eben gesagt hast, oder? Oh mein Gott, tut das weh! Oh. Der macht mein ganzes Gesicht damit voll, dem ist alles... Oh, dem ist alles... Oh, ist das heiß! Oh, oh, oh. Oh mein Gott, nein. Ist alles so unangenehm hier. Also Revi ist eigentlich frisch vom Friseur hierher gekommen. Und wo endet das Ganze hier? Ja, Digga, in Komplettbehandlung. Oh! Oh mein Gott, oh! Oh mein, oh Gott! Das ist das, was du gebucht hast, so oder? So raucht man doch Marihuana, oder? So raucht man Marihuana, ganz genau, Bro. Richtig. Oh mein Gott! Holy shit! Digga, da hast du aber richtig reingerotzt in deinem Ohr, Alter. Ja, ich rauche halt immer durch meine Ohren. Der heutige Tag war überwältigend, oder? Genauso wie in der Sauna, Revi. Ja! Jetzt geht's in die Haia, Haia, Kuna! Genau. Einmal wieder sich fett am Reinrauchen hier, schön reinrauchen, saufen den ganzen Tag, ne? Da sehe ich dich, Sandra, aber du bist richtige Vorbild, bist du. Jetzt kommt doch direkt der Husten. Hey, ich sag's euch, wie es ist. Ich habe gerade eine Massage gehabt. Es war die beste Massage meines Lebens. Ich war auch wirklich echt kurz davor, mich zu verlieben, weil deine Mutter die einfach gemacht hat. Der hatte die ganze Zeit einen Ständer. Ja, wo meine Klamotten hingen. Kleidung aufgehangen, ständermäßig. Wieder die letzten Tage arschwenig gefilmt, aber Leo kriegt es trotzdem irgendwie hin, das Ding auf 10 Minuten hier zu ballern, ne, Kollege? Wir gehen gleich an den U16-Pool. Bisschen Weibers, ne, Jungs? Ja, warum? Die sind doch alle über 16. Was wollen wir denn da? Und morgen geht's ins Antalya-Sportstadion. Ihr habt ihr vielleicht im letzten Vlog gesehen, ich habe ein Signing bekommen mit FC und gebe eine fette Provision für meinen Manager. Was haben wir nochmal rausgeholt? 2,50 Euro. 2,50 Euro, Alter. Ein paar Bälle daneben schießen, mit Polly kurz ein Wettrennen machen und verlieren. Dann auf jeden Fall nochmal ein 1 gegen 1 gegen Luca im Mittelkreis, oder? Das ist ein Quadrat. Perfekt. Und jetzt gleich wieder schön Sonnen verbrennen. Gar kein Bock. Mashallah, hier richtige Sahnetorte. Mashallah, hier richtige Sahnetorte. Wir gehen jetzt noch ganz kurz Bogenschießen, weil ich eben gelernt habe, also erfahren habe, dass man hier Bogenschießen kann. Und ich habe über Bock, ihm wirklich so Apfel auf den Kopf zu setzen und dann einfach voll in den Kopf zu schießen. Wir gehen in den Lustgarten jetzt. Bogenschießen. Alter, Digga, was für ein Teufel, Junge. Ganz wild, Alter. Hier ist ja einfach so eine Festival-Stage. Everybody, put your hands up in the air. Can you hear me? Woo! Right, right.
geil, ey. So sehe ich mich vor ausverkauften Stadien. Ey, wie anders schön ist das hier. Guck mal, die bauen ja alles selber an. Aichi, Chichi. Feslegen. Nare. Chilek. Oh, Erdbeer. Geil. Habt ihr Bock, eine Shisha zu büffen? Ein Shisha, komm, warte. Guck mal hier. Tannadel. Undankbar. Einfach nur undankbar. Undankbar, dass ihr nicht meine Tannadel haben wollt. Wirklich. Oben schießen dann wahrscheinlich morgen, oder? Aber Ziegen. Lass die bitte, lass die bitte. Hey, hör auf. Hör, lass komm die. Her. Lass die jetzt. Komm her, ruhig gesagt. Lass die. Digga, guck mal die Eier von denen. Bruder. Alter. Hey, ja, das ist aber eine Krankheit, oder? Oh mein Gott, die sind so süß hier. Senders, komm. Komm raus jetzt, komm. Halt dich fest, komm. Komm, oh, Bruder. Komm, komm. Halt dich weiter fest, komm. Halt dich fest. Halt dich fest, komm. Komm, halt dich fest. Merkt man, dass ich meinen Hund vermisse? Nee, ne? Ah! Oh Gott. Deine Kinder. Adrian! Ah! Du bist so ein Sohn, Alter. Ich hasse dich. Ah! Mein Glas! Ah! Ah! Junge! Levi, das war ey! Junge, Levi! Ey, man stolpert hier. Ah! Kamera! Oh. Ah! Oh Gott! Oh Sandra, ich schwöre, ich bin... Oh mein Gott! Ey! Ich hasse dich, du... So, ihr erinnert euch ja noch, dass ich damals beim FC Vertrag unterschrieben habe. Bin ja ausgeliehen worden jetzt. Und ich muss jetzt hier direkt zur Gastmannschaft einmal antreten. Antalya Spor. Geil, heißen die Antalya Spor oder Antalya Sport? Antalya Spor. Antalya Spor, ne? Ja. Jedenfalls spiele ich ja jetzt hier, habe jetzt unterschrieben hier. 12 Millionen Laie und wird auf jeden Fall wild. Sandra, du spielst heute auch mit, ne? Ich wurde aber für 45.000 Millionen verkauft. Ganz wichtig, 45.000 wahrscheinlich, oder? Ganz wichtig, erstmal schön Lungenbrötchen reinknallen, ne? Wie jedes Mal. So läuft, so läuft. Und schon sind wir gleich am Rasen, ne? So, Sandra, bist du bereit? Erste große Spiel heute, stell dir vor. 100.000 Menschen jetzt, ne? Du kommst raus, alle jubeln, alle schreien deinen Namen, Sandra. Überleg mal, jetzt du kommst ins Stadion. Ne? Alles voll, guck mal. Boah, ist zu warm, ich geh nach Hause, ey. Sogar dieser Rasen wird besser behandelt als ich, schwöre es euch. Der wird geblasen, der wird mit Licht und allem drum und dran. Es ist groß hier. Typische Allianz Arena, ich sag's, wie es ist, ne? Titanic auf mich bestellt, aber Nachholm. Wenn man sich überlegt, dass dieser Rasen einfach mehr kostet als das, was ich im Jahr Miete zahle. Ich schwöre es euch, dieser Rasen, wie gesagt, der fühlt sich an, als würde ich gerade auf Wolken laufen. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Vielleicht werde ich auch gleich irgendwie abgeknallt oder so. Ich muss auf jeden Fall den Schatten machen, ich schwöre. Also wenn ich nicht schon einen Sonnenstich habe, dann habe ich ihn spätestens jetzt. Ich werde mich jetzt hier hinsetzen, mir angucken, was die alle machen. Gleich geht Training natürlich los, ne? Dann läuft der Hase hier. Ich meine, für den Deal, den ich hier ausgehandelt habe, da kann man nochmal schwitzen, wa? Trainer, bitte, können wir Sport, können wir Training verschieben? Ist so warm, bitte, Trainer. Nein! Trainer, bitte. No. Trainer, was los? Trainer! Fress dich, du Nerv! Trainer, Alter! Du bist der schlechteste Spieler der Welt! So, ich habe jetzt mein Trikot bekommen, Leute. Jetzt machen wir noch schnell das Foto für außen, für ein Stadion dran von mir. Ich krieg jetzt auch so einen dicken Banner, oder? Für draußen. Du bist verpflichtet, Junge. Sehr geil, sehr geil. Das ist krass, ich kann gar keinen Fußball, die habe ich trotzdem genommen. Ist gut. Letzte Fotos für Trainerkader, Leute. Und dann geht's zurück. Also ich durfte leider beim Training jetzt nicht filmen. Training war überanstrengend, aber wir haben uns ganz gut geschlagen, oder? Letzte Trainingseinheit, ich muss den Ball hier reinbekommen. Ganz ehrlich, ich muss sagen, bisschen dumm von denen, dass die so viel Geld für mich zahlen. Aber die haben gesagt, wegen Instagram. Aber ich schwöre, ich über so einen Stich, Alter. Hier bricht die bleibende Schäden, ey. Berge, hier, Stadt, Olli. Sanders. Und die Trainerin. Und die Trainerin, Chefcoach, ne? Bruder. Oh, geil, ne? Oh, heftig. Kapstadt hier. Warst du schon mal in Kapstadt? Nö, ich glaube, das sieht so aus. Rio de Janeiro. Aber halt auf Türkisch, ne? Ja, hier mein Fahrer, Lukas bringt mich jetzt gerade ins Hotel, weil... Mittagsschläfchen, ne? Mittagsschläfchen. Fühlst du dich gerade exklusiv? Ja, super exklusiv. Ja? Ich bin exklusiv in Person. Kannst du mal kurz... Exklusiv. Sandra, was steht da auf dem Armaturenbrett? Lambo Sandy. Sandra, später Corona-Test, ne? Ja. Pass auf, wenn einer von uns dreien das hat, wir bleiben alle hier. Ja. Bitte hab ich ja. Das, ich will noch eine Woche bleiben. Ja. Hi, ist Luca. Hi. Ach ja, gar nicht gesagt, wir haben jetzt auch entspannte Fahrräder. Oh weia.
Immer geil, wir machen gleich Corona-Test, ne? Wenn einer was hat, dann bleiben wir zu. Bitte sag Luis nicht, dass sein Fahrrad hingefallen ist gerade eben. Okay, was tust? Nein, ich sag's ihm einfach nicht, okay? Ich weiß nicht, ob es ist hingefallen. Hast du dir wehgetan? Nee, auch, ja. Richtig so. Angenommen, jetzt hätte jemand Corona. Ja. Was wir nicht hoffen, ne? Dann müssen wir alle hier bleiben, ne? Gerne. Ey, ihr habt mich verarscht, Mann. Ihr habt gesagt, wir machen Corona-Test. Was für Freizeitpark jetzt, Mann? Mann, ich will Corona-Test, Mann. Ich will nicht Freizeitpark. Disneyland, aber auf Wish bestellt. Amena, da sind wir schon wieder. Amena, Zickzack, jetzt Italiener, danach Corona-Test. Ich war so zwei Typen im Boot. Mann, ich bin jetzt im Freizeitpark. Ich wollte Corona-Test machen, Alter. Ich dachte, wir machen Corona-Test. Jetzt ist hier irgendeine Show. Warte ab, das gehört mir zum Corona-Test. Okay. Du hast mir gesagt, wir machen Corona-Test. Jetzt sind wir hier, guck in Geier. Du hast mir erzählt, du wolltest einen Prostatatest. Wo ist dein Mundschutz? Corona-Test, Sandra, ne? Ich scheiß mich ein. Stäbchen rein, Spender, ne, falsch. Laboratori-Dings, dies, das. Ich schwöre, er steckt das so tief rein, ne? Er macht die ganze Zeit weiter. Ja, er richtig, dreht so. Warum lügst du mich an? Wirst du doch gleich sehen. War gut. Head out of 10 would recommend. Oh, Digga. Geil. Sorry. Ey, Digga. Das Schlimmste, was man, glaube ich, jemals erlebt hat, oder? Ich bin einfach der Letzte, Alter. Hast du Angst, Bro? Safe. Das war's wert, Mann. Nee, an der Stelle kann ich einfach nur sagen, haltet euch an die Abstandsregelung, Maskenbeschränkungen. Da müsst ihr es am besten Falle gar nicht erst machen. Weil angenehm ist es nicht, ne? Da habe ich schon angenehmere Sachen gemacht, ne? Ja. Zum Beispiel. Au, ich hab Sonnenbrand, du Hund. Ja, wisst ihr was, Leute? Morgen jeden Tag drauf geschissen, das Video ist jetzt hier mal an der Stelle zu Ende. Sandra, erstmal nochmal schön Lungenbrötchen durchbarzen, ne? Schön rein in die Olga. Das war's mit diesem wunderschönen Vlog, Leute. Mein Gehirn auf der linken Seite ist ein bisschen taub. Meins auch. Das war aber schon immer bei dir so. Ey. Und an der Stelle sind wir raus. Checkt alle Leute in der Beschreibung ab. Anton, letzte Worte. Perfekt. Man muss das Video ohne Bild abspielen. Ah! Ah!